Dies ist eine Gleichung zweiten Grades mit einer unbekannten x. Und hier sind die Auflösungsformeln solch einer Gleichung. Normalerweise stellt man zuerst die Werte von a, b und c sicher. Und hier stellen wir fest, dass b 0 ist. Das heißt, spätestens hier erkennen wir, dass diese Gleichung unvollständig ist. Und in diesem Fall kann man die Gleichung viel schneller lösen als mit Delta. Man setzt alles rechts rüber außer x Quadrat und dann setzt man noch das Quadrat rüber. Das wird dann an der anderen Seite zu plus minus Quadratwurzel. Und so finden wir sofort die zwei Lösungen dieser Gleichung und stecken diese in die Lösungsmenge hinein. Also, ehe man das Delta-Verfahren anwendet, sollte man sich die Gleichung gut anschauen, ob man sie nicht doch einfacher lösen kann.